Herr Bohle, herzlich willkommen in Celle. Ja, herzlichen Dank. Von einer langen Reise zurück aus China. Was haben Sie da gemacht? Also ich war mit der Hannover Messe unterwegs in China. Wir haben ja eine Beteiligung an einem Messegelände in Shanghai. Dort habe ich mich einmal umgeschaut, wie es dort tatsächlich mit unserer Investition aussieht. Und dann waren wir auch noch in weiteren Provinzen, um zu versuchen, dort weitere Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Auch ganz erfolgreich, denken wir. Haben Sie 2, 3 konkrete Beispiele mitgebracht? Was haben Sie aus China importiert nach Celle? Nun, wir waren in der größten Stadt der Welt, in Chongqing, mit fast 30 Millionen Einwohnern, so groß wie das Saarland. Ein großes Industriegebiet und dort wird ein riesen Messegelände gebaut. Und zwar fast in einem Jahr. Das ist eine Dimension, die kann man sich hier gar nicht vorstellen. In China ist alles schneller, ist es alles größer. Und wir würden dort natürlich gerne auch die Möglichkeiten für die Deutsche Messe, für Messen und natürlich dann auch für die Stärkung des Standortes hier in Hannover nutzen. Wie geht es denn hier in Niedersachsen weiter mit den Erfahrungen? Beispiel Erdgas. Erdgasförderung, Erdbeben, das läuft ja gerade auch nicht so ganz rund. Wie sehen Sie das? Bei der Erdgasförderung muss man feststellen, dass wir in Deutschland weltweit die höchsten Sicherheits- und Umweltstandards haben, damit nämlich gerade nichts passieren kann. Einmal natürlich bei der Förderung selbst, aber auch bei der gesamten angewandten Technologie. Da sind andere Länder schon neidisch auf unsere Standards. Da muss man auch Verständnis für werben und auch zeigen, wie sicher und mit welcher besonderen Obacht die Behörden agieren. Natürlich das Erdbeben, das wir jetzt im Bereich Söhling gehabt haben, macht natürlich auch Sorge und man fragt auch nach. Auch wir als Behörden und als Politik fragen natürlich nach. Man muss sehen, das Epizentrum war 10 Kilometer unter der Erde. Die Erdgasförderung ist wesentlich höher, 5700 Meter von der Erdoberfläche entfernt. Da ist also ein großer Abstand und in dem Gebiet waren auch schon Erdbeben, bevor überhaupt über Erdgasförderung nachgedacht war. Das muss genau untersucht werden. Es gibt ja Monitoring-Systeme. Wir werden da demnächst Klarheit haben. Erdbeben, gutes Stichwort. Sie haben auch hier ein kleines Erdbeben verursacht in Celle. Was ist denn da passiert, Herr Bohle? Nun, eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Ich bin von der Zellischen Zeitung ja vorher auch gar nicht angesprochen worden oder befragt worden. Es gab auf einmal Aussagen, die ich dann auch in der Zeitung gelesen habe, die gar nicht von mir waren. Irgendjemand muss sich die ausgedacht haben, dass ich mich für eine andere Trassenführung einsetze. Die Tatsache, die Aussage, ich hätte einen persönlichen Vorteil finanzieller Art, wenn eine andere oder eine besonders entfernte Trasse entsteht, ist hanebüchen. Ich habe heute bei meinem Grundstück keine Lärmbelastung, mehr oder weniger Lärm als nichts. Das geht ja nun mal nicht. Und das Besondere an diesem Vorwurf finde ich, erstens, keiner will sagen, dass er mir den Vorwurf macht, weil dann könnte ich mich dagegen juristisch wehren. Es handelt sich ja um einen strafrechtlich relevanten Vorwurf, der mir gemacht wird. Und es gibt noch nicht mal ein Amt, das ich missbrauchen könnte, weil weder mein Ministerium noch die Landesbehörde für Straßenbau ist für die Entscheidung der Trasse zuständig. Das macht das Bundesverkehrsministerium. Von daher weiß ich nicht, wie man über derartige Vorgänge berichten kann. Heute scheint es so zu sein, dass man ja einfach nur eine Behauptung aufstellen muss und dann wird auch gerne, ohne weiter darüber nachzudenken und zu recherchieren, darüber berichtet und irgendwas bleibt dann quasi ja schon hängen. Ich kann nur sagen, dass ich mich immer dafür einsetze, egal um welche Trassenführung, um welche Trasse, um welchen Ort, um welche Region es geht, dass die Anwohner, die Bürger, die Betroffenen die Möglichkeit auf ein faires Verfahren haben, dass jeder Bedenken und Hinweise geben kann und auch nicht Sorge haben muss, dass die fallen gelassen werden und dass man auch nicht Sorge haben muss, dass per se die naturschutzrelevanten Fragen über die Anwohner relevanten Fragen gestellt werden, sondern dass es eine faire Abwägung im Prozess gibt. Genauso sind wir beispielsweise bei der A20 im Bereich Farel vorgegangen, als die Bürger das Gefühl hatten, da ist man nicht fair mit ihnen umgegangen bei der Trassenfestlegung. Und genauso mache ich es überall sonst auch. Und in Celle darf man von meinem Wohnsitz keine Nachteile haben. Aber wie ist denn das überhaupt so zustande gekommen? Da wird sich doch keiner was ausgedacht haben. Nun, die Berichterstattung basiert ja auf einmal der Aussage, dass ich mich für eine andere, entferntere Trassenführung einsetze und sie präferiere. Diese Aussage ist falsch. Sie ist erfunden. Ich weiß ja nicht, von wem sie erfunden worden ist. Die Zellische Zeitung schreibt ja auch nicht, wer sie gesagt hat. Vielleicht hat man sich dort als Missverständnis gebildet. Ich weiß es jedenfalls nicht. Die Aussage ist schlicht falsch. Haben Sie durch diese eigenen Erfahrungen jetzt ein bisschen mehr Verständnis für Herrn Wulff? Ich glaube, das kann man durchaus nicht vergleichen. Für mich stellt sich in der Tat die Frage, was macht man eigentlich, wenn man mit solchen zum Teil erfundenen Vorwürfen konfrontiert wird? Man hat einmal die Möglichkeit auf eine Gegendarstellung.
mehr Chancen hat man nicht, als offen, transparent zu zeigen, was hat man gemacht, darzulegen, wie sind die Sachlagen, die Rechtslagen. Bei mir, muss ich sagen, kann das jeder gerne machen. Und da muss man sich selbst ein Bild machen und dazu kann ich jeden auffordern. Was läuft zurzeit gut für Sie, wo Sie sagen, Mensch, da freuen Sie sich richtig drauf, und danach kommt natürlich die Frage, was nicht so gut läuft? Ich glaube, dass in dem Amt, das ich ausübe, wir ganz große Erfolge in Niedersachsen haben, was Arbeitsplätze, was auch Ansiedlung angeht. Wir sind beim Zuwachs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse in Niedersachsen auf Platz 1 der Bundesländer. Das hat es lange Zeit so in Niedersachsen nicht gegeben. Von daher, Arbeitslosigkeit ist in vielen Landkreisen gar kein Thema mehr. Da haben wir Vollbeschäftigung in Niedersachsen. Das läuft, denke ich, wirklich, wirklich richtig gut. Im Verkehrsbereich sind wir ebenfalls sehr zufrieden, dass wir Sondermittel vom Bund bekommen haben, Bundesstraßen weiter auszubauen bzw. Umgehungsstraßen anzufangen in diesem Jahr, mehr als uns eigentlich nach den alten Schlüsseln zugestanden hat. Das läuft also ebenfalls ganz hervorragend. Wir haben für die Landesstraßen mehr Geld, um eine Straßenbausanierung zu machen. Von daher, beruflich bin ich sehr zufrieden. Was nicht so gut läuft, muss man da mit der FDP anfangen, oder? Nun, für die FDP gab es sicherlich schon mal bessere Zeiten, das ist so. Wir haben momentan einen etwas schwereren Stand, aber da gilt auch, Bange machen gilt nicht. Man muss für seine Inhalte eintreten, man muss offen kommunizieren, was man möchte, wofür man steht, dass man den Wohlstand der Menschen erhalten will, dass man Wachstum schaffen will, dass dadurch die sozialen Sicherungssysteme erhalten bleiben können auf dem bisherigen Niveau, dass man sozusagen etwas zum Wohle der Menschen mit seiner politischen Arbeit erreichen will. Und dann wird man auch wieder punkten können. Wie finden Sie selbst die FDP, wie sie sich zurzeit präsentiert, auch im Bund? Ist das noch Ihre Partei, wo Sie sagen, jawohl, 100% oder Mensch, Leute, kommt mal klar. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr Mitglied der FDP, habe schon viele schwierige Situationen auch am eigenen Leibe miterlebt und auch gesehen, wie man sich dann wieder herausgeputzt hat. Von daher, es gibt immer mal wieder schwierige Zeiten und es ist auch gut, dass es sie gibt, weil sonst hätte man auch nicht das Verständnis dafür und würde sich auch nicht immer sozusagen konzentrieren und hart für die Menschen arbeiten. In einem Jahr will Herr Weil Ministerpräsident werden. Sind Sie dann sowieso weg? Nun, ich werde zur Landtagswahl genau wie viele andere von der FDP und in der CDU wieder antreten, um die Funktion, die wir heute für die Menschen ausüben, auch weiter für die Menschen ausüben zu können. Das bedeutet, dass ich gerne im Wirtschaftsministerium Niedersachsen weiter dafür Sorgen tragen möchte, dass die Menschen Arbeit haben, dass sie eine Chance haben, auf eigenen Beinen zu stehen, dass es unserem Land insgesamt besser geht, dass man gute Infrastruktur hat und Zukunftsperspektiven hat. Und das müssen die Wähler am Ende entscheiden. Jedenfalls werde ich dafür arbeiten. Von zelleheute.de bis nach wolfenbüttelheute.de ist die A2. Ja. Gibt es ganz viele Blitzer. Brauchen Sie Geld oder warum stehen die da? Nun, die Blitzer sind keine Blitzer des Landes, diese Radarkontrollen, sondern es sind kommunale Radarkontrollen, die an Unfallschwerpunkten aufgestellt worden sind, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die A2 ist von uns mit einem Gutachten belegt worden, wie man Verkehrssicherheit erhöhen kann. Da war als erste Maßnahme die Verkehrsbeeinflussungsanlage. Die kann die Kapazität der Straße erhöhen und auch die Verkehrssicherheit erhöhen. Die haben wir ausgebaut. Sie ist auf der gesamten Länge der A2 in Niedersachsen jetzt installiert und wir wollen eine optimale Steuerung haben. Also wenn es keine Beeinträchtigung gibt, dann gibt es freie Fahrt. Wenn es Beeinträchtigung gibt, gibt es Temporegulierung. Und damit man keine Angst vor der Beeinflussungsanlage hat, sondern sich auch wirklich an die Empfehlungen hält, weil es ist für den Autofahrer von Vorteil, haben wir vor den Radarkontrollen auch Hinweisschilder aufgestellt, damit es dort kein abruptes Abbremsen gibt und eventuell Unfallgefährdung ausgelöst wird. Und das Gesamte werden wir von der Wissenschaft jetzt untersuchen lassen und evaluieren lassen. Man braucht sich ja künftig auch keine Sorgen mehr zu machen, viele Punkte zu bekommen, ne? Wenn jetzt die Frage des neuen Punktesystems, das in der Diskussion gemeint ist, oder in der Diskussion gemeint ist, dann muss man sagen, in der Tat plädiere ich dafür, ein einfaches, ein verständlicheres System zu haben. Denn in vielen Fällen versteht man ja nicht, warum sozusagen die Verjährung nicht eingetreten ist, warum sozusagen welcher Verstoß mit wie viel geahndet wird. Manchmal fragt man sich auch, ist das eigentlich noch verhältnismäßig, wenn man es mal mit anderen Vergehen im deutschen Strafrecht tatsächlich vergleicht. Ich finde, Transparenz ist wichtig und auch ein einfaches System muss es tatsächlich sein. Natürlich, wer gegen Regeln verstößt, muss bestraft werden. Und wer dauerhaft gegen Regeln verstößt, der muss es auch am Führerschein merken. Wie viele Punkte haben Sie? Nun, da ich schon lange nichts mehr aus Flensburg gehört habe, gehe ich davon aus, dass ich null habe. Aber ich habe mich auch noch nie erkundigt. Ich gehe davon aus, keine.